Hallo zusammen. Ihr solltet euch anschnallen und vielleicht sogar eine Schwimmweste mitnehmen, denn heute werden sich viele sonderbare Dinge auf den Straßen abspielen. Lasst uns loslegen. Eine Corvette, die ihren Namen voll gerecht wird. Was kann schlimmer als ein Wahnsinniger am Steuer seines Autos sein? Nur ein Wahnsinniger, der hinter seinem Auto herläuft. Wir haben schon allerhand Ökomobile gesehen, aber noch nie eines mit Segeln. Der Kampf um die Stellplätze erreicht ein neues Level. Der arme Kerl hätte eine Corvette auch gut gebrauchen können. Oder wenigstens so ein Helfer. Da fragt man sich, wie solche Leute es schaffen, einen Führerschein ausgestellt zu bekommen. Oh, no. You didn't get the whole thing. Wir hätten gerne gewusst, wo er getankt hat. Um immer einen großen Bogen um diese Tankstelle zu machen. Eine Überholung, wie man sie auf der Autobahn am wenigsten erwartet. See, it's these little rocks right here that can mess up your tire real bad. But got it.
Wir brauchen von einem neuen Chevy gar nicht erst anfangen zu reden, wenn sogar ein alter Geländewagen zu so etwas fähig ist. Я сбоку буду снимать с леса. О! Смотри, музон-то, да? Auch ein Kamaz kann da locker mithalten. Und dieser Lieferwagen hat es nicht geschafft. Aus irgendeinem Grund passiert so etwas immer dann, wenn man in 10 Minuten bei der Arbeit sein muss. Das ist der schmutzigste Autounfall, den ihr je gesehen habt. Keine Sorge, er wird gleich für seinen Fehler büßen müssen. Auf der Straße begegnet man generell öfters Menschen, die bereit sind, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Dieser Kerl kommt bestimmt nie zu spät zu einer Grillparty. So sieht ein echtes Haus auf Rädern aus. Schreibt mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach hier abgeht. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass sie es nicht zum Bestimmungsort schaffen würden? Und da ist mir klar geworden, dass meine Reifen eigentlich gar nicht so stark abgenutzt sind.
Weiß irgendjemand zufällig, wann aus dieser Straße ein Kanal wurde? Ach so, alles klar. Da ist der Schuldige für das ganze Schlamassel. Es ist Zeit, das Reaktionsvermögen unter Beweis zu stellen. Zu seiner Verteidigung sollte man sagen, dass man sich bei der Einrichtung der Straßensperre ruhig ein bisschen mehr Mühe hätte geben können. Ein guter Freund bietet immer eine Schulter zum Anlehnen. Mal Hand aufs Herz, hättet ihr den Mut gehabt, direkt hinter ihnen herzufahren? Wagen wie dieser sehen zwar stylisch aus, doch das hat auch seinen Preis. Das ist ein Video für den Fall, wenn euch der Mann auf dem Roller auch leid tut. All diese Männer haben sich hier versammelt, um einen verletzten Weißkopfseeadler zu retten. Ob dem Vogel wohl bewusst ist, wie wichtig er ist? Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Macht euch nach dem langen Weg frisch, vergesst nicht uns zu liken und verpasst nicht unser nächstes Video. Bis bald!